Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Blende zu, wir bauen eine kleine, süße, grüne Oase mitten in die trockene Landschaft rein und machen die Tiere glücklich und die freuen sich dann und machen lustige Sachen. So, irgendwie so, Leute. Wir machen heute weiter. Letzte Folge haben wir ja das Erdmännchengehege gemacht. Das waren jetzt die ersten Tiere und die haben uns jetzt auch erstmal ein paar Einnahmen beschert, sodass wir jetzt ordentlich eskalieren können, auch wieder was das schöner Bauen angeht. Und wir werden in dieser Folge die Fennex reinlassen. Und höchstwahrscheinlich wird das Video irgendwie heißen, die süßesten Tiere im Spiel. Und man wird im Video sehen, warum das so sein könnte. Keine Ahnung, aber die sind halt wirklich unglaublich süß. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, oder? Also Zuckerschock ist angesagt auf jeden Fall. So, ne? Macht euch dafür bereit. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. So, erstmal reinschauen. Und da kommt der erste Fennec in unser Gehege rein. Let's go! Unser erster Fennec kommt jetzt aus der Box. Oh mein Gott, die sind wirklich süß. Ich muss sofort pausieren, leider. Die sind wirklich süß. Die sehen ja, ey, die sehen wirklich aus wie, wie heißen die? Die sehen wirklich aus wie Jabua fast, ne? So ein bisschen was sagen. Ey, davon die Babys, Leute. Ich glaube, die Babys von denen sind Zuckerschock, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, die hören sehr gut. Das sind sehr gute Horscher. Die sind ja geil. Okay, als erstes abchecken jetzt. Gehege. Sie können schwimmen. Ja, die können schwimmen. Okay. Mist. Ja, alles kein Problem. Wird einfach nochmal ganz schnell diese Barriere, wo wir nur gesagt haben, ohne Barriere, nochmal ausgetauscht mit Holz. Dann wird er nochmal so ein Maschendraht hingehauen, wo Wasser ist. Das passt erstmal besser. Und dann bringe ich eben noch schnell die Lebensqualität nach oben. Wir machen das sowieso gleich alles wieder hübsch. Ihr kennt das ja. Das ist erstmal nur der grobe Aufbau, dass wir erstmal gucken können, wie ticken die Tiere, dann, dass die schon mal da drin leben können. Und hübsch und so machen wir das ja alles. So, Wohlbefinden 92%. Sehr gut. Die leben in der Burg. Ich kann doch nicht schon wieder eine Burg bauen. Die Fennex, die bauen kleine Fennex-Katapulte. Die Erdmännchen bauen kleine Erdmännchen-Katapulte. Und dann beschießen die sich gegenseitig. Oh. Mit den Schlappohren. Die sind ja herzallerliebst, Leute. Könnten meine neuen Lieblingstiere werden. Ich hau jetzt alle rein, die ich habe. Ich schau nur mal ganz schnell, ob es noch bessere gibt eben. Wow. Ah ne, die habe ich schon. Nein. Nein. Okay. So, was bist denn du? Du bist ein Männchen, ne? Dann hauen wir mal das Männchen noch rein. Und so senden. Und unsere zwei besten Weibchen, die wir haben. Das wäre einmal das hier. Und das hier würde ich was sagen, hm? 33, ja, nehmen wir das hier. Und so sein. So, let's go. Wow. Die sind voll schnell. Mm. Oh. Eindeutig eine Kreuzung aus Fuchs und Hase. Ja, was da wohl passiert ist, Leute. Dir machen wir es jetzt gleich richtig hübsch. Euch. Erstmal kommen deine Freunde gleich in den Zoo. Die machen wir es jetzt richtig schön, Leute. Unsere Zoobesucher mögen die auch sehr gerne, wie es aussieht. Erdmännchen schmusen. Erdmännchen schmusen. Tja. Befriedigt. Okay, Leute, wir kriegen bald wieder neue Erdmännchen-Babys. Wir haben bald, also die Erdmännchen, das geht sehr schnell. Also werden sehr schnell sehr viele mehr. Ey, aber das ist ja voll der Publikumsmagnet. Guck mal, wie viele Leute da stehen. Voll abgefahren. Und es ist so cool, ey, jetzt mit diesen Wegen. Ich weiß nicht, tut mir leid, wenn ich das gerade so sehr abfeiere, aber es sieht halt so viel schöner aus. Wenn man so schön breite Wege hat und wo die Leute auch, wenn sie jetzt kein Interesse an dem Gehege haben, können die quasi hier langlaufen und ansonsten hier sich das angucken. Das ist halt viel natürlicher und schöner jetzt. Und das konnte ich alles noch nicht in dem alten Zoo tatsächlich. Also am Ende bei den Pinguinen habe ich das erste Mal so gemacht. Das sieht halt so viel cooler aus, ey. Finde ich. Okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um so ein paar Kleinigkeiten. Als erstes würde ich die Ticketpreise erhöhen, weil die Gäste beschweren sich, dass die Tickets zu günstig sind. Von daher tue ich den gerne den Gefallen.
Aktuell können wir die Einnahmen auf jeden Fall noch gebrauchen. So, dann habe ich halt gesehen, der Infostand, der sieht ja noch kacke aus und wollte den austauschen. Und dabei ist mir gesehen, dann lass doch gleich mal den Weg schön breit machen. Gerade im Eingangsbereich macht das ja Sinn. Und da ich das jetzt ja gelernt habe, wie das geht und so, mache ich das gleich. Und ich freue mich im Livestream gerade jedes Mal, also die Zuschauer, also der Chat, der kann davon ein Lied singen, über die breiten Wege und wie cool das aussieht und so. Wahrscheinlich nerve ich die Leute schon ein bisschen damit, aber ich finde es halt echt einfach hübsch, so breite Wege in Planet Zoo, die so ein bisschen dynamischer und realistischer aussehen. Und ja, keine Ahnung, ich mag das. Anstatt einfach immer nur gleich breit und alles. Ich habe da einfach ein Gebäude über den Infostand drüber geballert, beziehungsweise den Infostand das Gebäude reingetan und fertig. Yay! Ja, ist jetzt ja nicht so spektakulär gewesen. Sieht aus wie eine Disco-Kugel irgendwie. So Leute, wir brauchen auch nur unbedingt... Oh, das sieht gut aus. Die bewegen sich aufeinander zu. Los, schmust miteinander. Los, komm. Ihr sollt schmuschen. Wir wollen kleine Fennec-Babys. Mist. Ja, er läuft hier hinterher. Er guckt ja hinterher. Mist, noch nicht so richtig. Erstmal kacken. Jojo. Wow, krasser U-Turn. Ein bisschen angeben und flexen, ne? Ein bisschen flexen vor dem Mädchen. So, Essen ist da. Und was wollte ich gerade machen? Jetzt habe ich ja vergessen. Also wir machen auf jeden Fall die Gebäude da mal noch ein bisschen hübscher. Dann müssen wir gucken, wo wir das dann hinsetzen. Moment. Okay, Leute. Wisst ihr, was ich gerne mal machen würde, Leute? Das mit dem Ausbilder. Das will ich jetzt gleich mal ordentlich machen, sodass die auch die Tiere füttern und so. Ich stelle mal einen Ausbilder ein. Einrichtungen. Oh, Aussichtspunkte. Das ist nämlich auch neu jetzt, Leute. Das ist übelst geil. Ihr könnt mit den Aussichtspunkten... Könnt ihr zum Beispiel jetzt sagen, wir machen jetzt zum Beispiel hier auf der Insel keine Tiere hin, aber halt einen übelst hübschen Spot. Irgendwie eine übelst schöne Szenerie oder so. Dann platzieren wir dort Aussichtspunkt und dann gehen die Gäste dorthin und schauen sich das an und wissen das zu würdigen, was ja normalerweise nie der Fall wäre. Und zwar wollen wir Tiergesprächspunkt. Bildungsinhalt Fennec. Futter kann geworfen werden, Leute. Geil. Okay, cool. Yo, Futter kann geworfen werden. Hier geht's und wir haben Strom. Ja, voll geil. So, wobei ich dazu sagen muss, in dieser Folge werden wir noch nicht sehen, wie das aussieht mit dem Futterwerfen. Ich habe das jetzt selber noch nie gesehen und tatsächlich habe ich das dann im Livestream entweder verpasst oder wahrscheinlich habe ich es verpasst, wo dann so ein Ausbilder ist und quatscht vor den Gästen. Aber das hoffe ich, dass ich das in den nächsten Folgen noch nachhören kann. So, und dann hatte ich ja gesagt, auch schon in der letzten Folge, dass ich hier die Läden auf jeden Fall noch ein bisschen hübscher mache. Deswegen einfach das Dach nochmal angepasst. Dann noch so ein Zwischendach zwischen den Läden platziert. Und jetzt wird dann noch so ein Holzrahmen hingesetzt, auch mit so Querbalken bzw. so schrägen Balken rein. Und gerade die schrägen Balken machen das dann auch nochmal ein bisschen hübscher und ansehnlicher, wie man gleich sehen wird. Sieht doch ganz hübsch aus, ne? So, übrigens Leute, wir werden in diesem Zoo, habe ich mir fest vorgenommen, weniger Felsen platzieren als sonst. Mal gucken, ob ich es hinkriege, ich weiß es noch nicht. Aber ich will es ja dadurch erreichen, dass ich einfach nicht so krasse Berge mache oder so. Aber wenn ich mich recht entsinne, habe ich genau das gleiche auch in dem letzten Zug gesagt. Also wir schauen mal. Weil gleichzeitig andererseits sind auch Höhenunterschiede unfassbar wichtig, um dafür zu sorgen, dass der Zug cooler aussieht. Deswegen, mal schauen. So, hier habe ich noch Pflanzen erstmal so ein kleines, so eine Sammlung oder ein Portfolio, whatever, erstellt an Pflanzen, die mir gefallen könnten, die ich dann einfach immer mehr copy-pasten werde. Wobei das noch nicht alle sind, die ich benutzen werde für den Zoo, aber ja. So, dann sind wir jetzt gerade vor dem Fennec-Gehege und hier mache ich den Weg nochmal breiter. Ich habe ja vorhin schon gesagt, was für ein riesengroßer Fan ich davon bin. Denn unsere Gäste brauchen mehr Trinken. Ne? Es ist ja warm und so und aktuell haben wir, glaube ich, nur ein, zwei Läden für Getränke und aktuell auch nur Limo und kein Wasser.
Und deswegen mache ich den Weg da schön breit. Darauf will ich jetzt wirklich auch immer sehr achten, sodass wirklich immer schön Platz ist, die Leute nicht im Stau rennen. Das ist einfach viel cooler. Das ist wirklich einfach viel, 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 viel cooler. So, ja. Und ja, dann kommen da halt einfach nur ein paar Läden hin, werden ein paar Bäume schön gesetzt und dann noch ein Laden mehr hin vielleicht. Dann wird das mal schön mittig gemacht, damit es irgendwie den Symmetriebeam freut. Und dann haben wir das erstmal ausgleichen, werde ich die Läden dann später. Ja. Und jetzt fangen wir langsam an, das Pfennigehege schön zu machen. So, und eben habe ich ja noch gesagt, ich will weniger mit Felsen arbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass ich gar nicht mit Felsen arbeiten werde. Und ja, deswegen hier mal eine kleine Erhöhung. Ist halt sehr geil, weil wir machen da mehrere Sachen auf einmal damit. Einerseits ist das jetzt nochmal eine natürliche Grenze zum Erdmännchengehege, was immer schön ist. Ne? Desto mehr Abwechslung, desto besser. Gleichzeitig ist es eine Abgrenzung zum Pfennigehege, auch wieder hier, desto mehr Abwechslung, desto besser. Und gleichzeitig können wir daraus dann auch noch eine Höhle für die Pfennigs machen und haben dann gleich noch das Problem mit dem Rückzugsort gelöst. Und die Höhle wird am Ende gar nicht so scheiße aussehen tatsächlich. So. Die Höhle sieht dann sogar, zumindest von außen, ihr kennt mich ja, ich mache das ja meistens immer nach außen und innen dann immer, ja mache ich später, mache ich manchmal so. Dann mache ich es irgendwie nie. Aber vielleicht mache ich es diesmal doch noch irgendwann, mal schauen. Höhle. Jetzt habe ich vergessen, was ich davor sagen wollte. Höhle. Ich mache da eine Höhle hin. Jetzt hier. So. Und ich achte trotzdem jetzt schon drauf. Seht ihr das, wie ich ja gerade schon ein bisschen geklettet habe? Ich achte sehr drauf, dass das teilweise schön smooth quasi dann nach unten geht, sodass ich da auch keine Felsen hin platzieren muss. Jetzt bei dem Berg. Und das wird übrigens am Ende alles sehr nice aussehen. Allgemein bin ich gerade ein großer Fan von diesem Biom hier. Was war denn das? Ich glaube, Grasslandschaft oder so in Afrika, irgendwie so. Gibt es bestimmt irgendeinen Profi, der gerade zuguckt, der das von vornherein erkennt. Ich glaube, es war Grasslandschaft in Afrika, was ich ausgewählt habe. Und ich bin ein riesengroßer Fan. Einerseits, es regnet nicht so oft. Das ist super geil, gerade für, wenn man viel baut, ne? Weil dann das Bild immer schön klar ist. Wenn es regnet, dann gewittert es meistens, was ich super atmosphärisch finde. Gleichzeitig mag ich auch gerade die Farben und alles und ich bin da riesengroßer Fan von. Wird man auch gleich sehen, dann auch mit den Bäumen und so weiter, wenn das Pfennigehege dann ein bisschen weiter ist. Das sieht echt geil aus. Also ich mag es zumindest so von der Farbkomposition quasi. So, ne? Und deswegen macht mir das gerade echt Spaß, hier, da, so mit unserer kleinen neuen Zoo-Oase zu arbeiten. So, und auch hier wird man es jetzt wieder sehen. Bevor ich Felsen mache, mache ich erstmal wieder ein bisschen smooth so, ne, damit ich weniger Felsen platzieren muss. Und das versuche ich jetzt halt ein bisschen durchzuziehen. So, und dann hier wird die Höhle erstmal so grob von außen erstmal abgeschlossen und sieht dann erstmal okay aus. Ich bin da halt jetzt mittlerweile auch ein bisschen drin, also, das ist gut. Darum weiß ich ja, dass dieser lange, schmale Felsen halt super geeignet ist, um das schnell zu lösen. Das ist erstmal in Ordnung, wenn man sieht. Und innen. Machen wir später. So, guck mal, habe ich gar nicht so viel Felsen platziert jetzt, für meine Verhältnisse. So, und jetzt wird das mal schön texturiert, ne? Und dann haben wir schon mal so den ersten kleinen Kniff in dem Pfennig-Gehege und haben gleichzeitig auch das bei den Erdmännchen noch ein bisschen aufgebessert. Als nächstes werde ich dann übrigens auch noch eine kleine Insel bauen und dann auch gerade die Vegetation wird diesmal sehr viel ausmachen. Sehr viel. Also wenn ich dann noch Bäume jetzt hier dann reinballer und so, ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Dann sieht das echt cool aus. Und es ist, wie gesagt, von Farben und alles finde ich das dann einfach sehr, sehr schön. So schön orange-grün irgendwas. Ach ja, wir kriegen übrigens gleich dann noch die ersten Pfennig-Babys. Also da spätestens dann setzt der Zuckerschock ein. Also wer das nicht niedlich findet, der hat kein Herz, Leute. Das ist einfach so. Oh! Zwei! Mein Gott, sind die golden und Silber. Und noch ein drittes! Bronze. Die sind ja genauso groß fast wie die Eltern, aber die haben so, die haben kleinere Ohren. Ja, die sind noch ein bisschen kleiner. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott!
Oh Gott. Es gibt Essen. Die Sounds von denen sind auch voll cool, Leute. Genau so. Ja. Nee. Ja. Die sind cool. Also, die gefallen mir auch tatsächlich von der Umsetzung her bisher besser als die Erdmännchen, muss ich sagen. Die Erdmännchen machen mir zu wenig so rumstehen und gucken und so ein Stuff, wisst ihr? Wie in echt eigentlich. So, ey, ihr kriegt von mir jetzt aber hier Stufe 3 Essen, das könnt ihr aber wissen, meine Lieben. Ab geht's. So, nächstes Mal gibt's richtig lecker. Mampf. Okay, ich bin happy, Leute. So, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Einerseits mit dem Videotitel, andererseits, wo ich euch nochmal meine mit Zuckerschock und so. Und auch wenn ich jetzt meine mit Farbkomposition, was die Bäume angeht und mit dem Orange und alles, ich finde diese orangenen Bäume, gerade dann noch mit dem orangenen Felsen und dem Sand und alles, das sieht irgendwie cool aus. Ey, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir nicht sogar in diesem Biom, war das nicht sogar mein Beta-Zoo genau das gleiche? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber auch da, vielleicht gibt es einen, der das gerade, mir war so, als hätte ich da, wäre das das gleiche Biom und alles gewesen. Auf jeden Fall, ja, kommt jetzt hier noch eine kleine Insel hin. Auch hier wieder so wenig Felsen wie möglich. Und da oben wird dann noch ein kleiner süßer Baum platziert. Okay, jetzt haben wir eine kleine süße Insel. Es hat mir so gut gefallen, dass ich hier nochmal drin habe. Okay. Da könnten wir halt auch noch einen kleinen Baum drauf platzieren. Ja, komm, noch einen kleinen Baum drauf platzieren. Da ist er. So. Hier müssen wir uns noch was überlegen. Wie gesagt, das ist ja auch bewusster Sichtschutz, weil ich nicht will, dass die Leute hier stehen bleiben. Da muss aber irgendwas noch Grünes hin, definitiv. Aber das können wir uns dann später überlegen. Aber zumindest dieser Bereich hier ist super hübsch geworden, Leute, finde ich. Okay, das mit dem kleinen Baum war eigentlich ein Schnittfehler. Normal würde ich den wegmachen, aber ich fand's funny. Ich lasse es einfach drin. So, ja, Leute, das war's dann schon mit dieser Folge. Hier mal ein kleiner Überblick, wie unser Zoo von oben bisher aussieht. Wie gesagt, ich bin gerade ein riesen Fan von diesen breiten Wegen. Finde ich super cool. Mir macht gerade sehr viel Spaß. Link ganz oben in der Videobeschreibung zum Livestream. Ne? Ich stream das ja alles. Könnt gerne mal vorbeischauen und Hallo sagen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.